Hierbei kann es zur Anwendung von Zwangsmitteln in Form von körperlicher Gewalt kommen. Dies liegt nicht in unserem Interesse. Die Polizei erkennt den Charakter der Spontanversammlung hier nicht an. Ich habe vorher dann erstmal versucht, zum Schutz der Menschen, die angekettet sind bei Räumungsarbeiten, eben auch zum Schutz der Versammlungsfreiheit und Menschen wieder in Mahnwache anzumelden. Das wurde nicht anerkannt von der Polizei. Hat uns einen Alternativort angeboten, der aber zu weit weg wäre, als dass wir in Sicht der Menschen irgendwie uns befinden. Und haben wir gesagt, nee, finden wir nicht in Ordnung. Dann wurden schon die Räumungsarbeiten eingeleitet. Die Menschen sind immer noch hier und wir versammeln uns hier in einer großen Stückzahl. Mir wurde keine Begründung gegeben, warum jetzt hier. Es wurde nicht mal irgendwas genannt, Gefahr, öffentliche Sicherheit, keine Begründung, einfach nur wir räumen jetzt. Da habe ich gesagt, okay, das finde ich nicht in Ordnung. Andere Menschen haben mir gesagt, finden das auch nicht in Ordnung, deswegen versammeln wir uns weiter hier friedlich, bleiben hier. Und wenn die Polizei jetzt entscheidet, hier irgendwie was zu räumen, dann ist das so, dann können wir nichts dagegen tun, wie bisher auch, friedlich zusammenzustehen mit unserem Körper, uns hier aufzuhalten, weil es muss sich was ändern, die Regierung tut nichts, womit wir zufrieden sind, und wenn die Polizei dann entscheidet, was zu tun, was nicht in unserem Sinne ist, dann ist es eben so, können wir nichts ändern. Yesterday was the day that we should have taken action. But we sat back and we waited, tolerated the destruction. We are here and we won't go away. We can just not wait another day. We will fight for our dreams, hope dies. Glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst. Die, die das behaupten, haben nur vor Beeindruck Angst. Es sind dieselben, die erklären, es sei gut so, wie es ist. Und wenn du etwas ändern willst, dann bist du automatisch Terrorist. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist. Yeah.
ist nicht zum Fressen da. Der Körper, den du fressen magst, jemand, der selbst immer mit dich, jemand wie du, jemand, der selber weiterleben will, weil Fisch und Sterben können Ja, 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 ja